الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alles Lob gebührt Allah. Ihm allein danken wir. Ihn allein bitten wir um Hilfe und um Beistand. Und Allah allein ist es, den wir um Vergebung bitten. Und bei ihm suchen wir allesamt Schutz und Zuflucht vor den Übeln, die in uns selbst drin sind und vor den Übeln unserer eigenen Taten. Jedem, dem Allah Ta'ala den geraden Weg gewiesen hat, für diesen gibt es niemanden, der ihn in die Irre zu führen vermag. Und jedem, dem Allah Ta'ala erlaubt, dass er in die Irre geht, aufgrund des Planes Allah Ta'alas, aufgrund seiner Weisheit im Gesamtzusammenhang, für diesen gibt es niemanden, der ihn auf den richtigen Weg zu führen vermag, außer Allah, dem Erhabenen und dem Rechtleitenden, Al-Hadi, allein. Ich bezeuge, wir bezeugen, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, dem Erhabenen und Majestätischen und Glorreichen und Barmherzigen und sich liebevoll Zuwendenden, allein. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, der letzte entsandte Prophet ist und sein ihm demütig ergebener Diener. Liebe Geschwister, wir alle spüren diese Elektrizität in der Luft, diese besondere Atmosphäre, dieses Gefühl der Vorfreude, dieses Gefühl des Verlangens, des Erwartens, der Sehnsucht. Wann geht es endlich los? Und wie wird es denn tatsächlich sein? Und was haben wir uns an besonderen Aufgaben vorgenommen, an Herausforderungen auch vorgenommen? Und was wird alles passieren an segensreichen Ereignissen, so wie wir dies aus den letzten Jahren auch gewohnt sind? Und wir alle wissen natürlich, worum es geht, denn das sind die Tage, für die der Muslim lebt und nach denen er sich sehnt. Und ein halbes Jahr vor dem Beginn dieser besonderen Tage pflegten die Prophetengefährten Allah Ta'ala darum zu bitten, dass sie noch am Leben sein werden, um diese Tage zu erleben. Sind es nicht die Tage des Ramadan, liebe Geschwister? Die Tage, an denen die Tore der Hölle verschlossen werden. Die Tage, an denen die Tore des Paradieses geöffnet sind. Die Tage, an denen die Shayatin, die Teufel, in Ketten gelegt werden. Die Tage, die immer mit einem besonderen, erfüllten Mitgebet einhergehen. Die Tage, von denen wir erhoffen, dass einer von diesen Tagen uns vom Höllenfeuer befreit. Die Tage, die uns durch die Anstrengung, die wir für Allah Ta'ala auf uns nehmen, Allah Ta'ala auch näher bringen. Die Tage, von denen wir letztendlich für den Rest des Jahres auch zehren an Iman. Die Tage, an denen wir unsere Geschwister mehr und inniger sehen als im Rest des Jahres. Die Tage, an denen sich die Moscheen mehr und mehr füllen, an denen man mehr und mehr gibt und Allah Ta'alas Beistand stetig bei sich verspürt und gesteigert auch verspürt. Das sind die Tage, die uns nun erwarten. Und sie verdienen, dass wir sie auf die Weisheiten Allah Ta'alas und die Zielsetzungen, die er mit diesen Tagen verbunden hat, dass wir sie näher untersuchen, auf diese Frage hin. Liebe Geschwister, wir wissen, dass Allah Ta'ala allmächtig ist. Das wissen wir. Und Allah Ta'ala, er sagt im Koran, bezogen auf seine Allmacht, وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Und wenn er eine Angelegenheit beschließt, beschlossen hat, dann sagt er zu dieser, sei und es ist. Keine Mühe, Allah Ta'ala kennt keine Mühe in der Erschaffung oder in der Gestaltung einer Sache. Keine Ermüdung in irgendeiner Form. Aber wie passt das jetzt zusammen, liebe Geschwister,
mit der Tatsache, die im Koran festgehalten ist, dass Allah Ta'ala das Universum, die Himmel und die Erde in 6 Zeitabschnitten erschaffen hat. Allah Ta'ala sagt im Koran: Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Und Allah ist es, der die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, in 6 Zeitabschnitten erschaffen hat. Allah Ta'ala ist doch allmächtig. Warum macht er das nicht einfach so? Kun fayakun. Und die Gelehrten, sie untersuchten diese Tatsache. Und sie kamen dazu, dass sie sagten, wenn Allah Ta'ala etwas erschafft, über diesen Weg kun, sei und es ist, also die Sache an sich, die einzelne Sache an sich, dann will er damit auf seine Allmacht deuten. Er möchte damit auf seine Allmacht deuten. Aber wenn er uns mitteilt, dass er das Universum, die gesamte Schöpfung, in 6 Zeitabschnitten erschaffen hat, möchte er auch auf etwas hindeuten. Worauf? Auf die Weisheit. Auf die Weisheit. Auf die Anordnung innerhalb eines Planes. Und wenn das Allah Ta'ala gebührt, auf diese Art und Weise zu erschaffen, wie ist es erst mit uns einfachen Geschöpfen, die nicht allmächtig sind, die nicht allwissend sind? Wir bedürfen umso mehr der Planung. Allah Ta'ala bedarf keiner Planung. Aber wir bedürfen der Planung. Wir bedürfen, dass die Dinge aufeinander aufbauen. In einer gewissen Reihenfolge, mit gewissen Prioritäten. Und das ist die Lektion der Weisheit, liebe Geschwister. Und diese Weisheit sollten wir suchen, nicht nur in der Gestaltung der Schöpfung, sondern auch in der Gestaltung der Religion. Allah Ta'ala möchte, dass wir der Religion näher kommen, ihm näher kommen, indem wir die Weisheiten und Zielsetzungen seiner Religion, indem wir diese studieren und erfahren auch für uns. Und das wollen wir nun auf den Ramadan anwenden. Welche Weisheiten und welche Zielsetzungen hat Allah Ta'ala damit verbunden, dass wir den Monat Ramadan so begehen, wie wir ihn begehen? Kehren wir zunächst zum Koran zurück, der uns Ziele vorgibt. Denn wir wissen, wer keine Ziele hat, der kann auch keine Ziele erreichen. Und Allah Ta'ala, er erleichtert uns das Leben, indem er uns unsere Ziele vorgab. Im Allgemeinen, aber auch im Speziellen. Und in Bezug auf den Ramadan sagt er: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Gläubigen, euch ist das Fasten auferlegt worden, so wie es denjenigen vor euch auferlegt worden war, also auch den vorherigen Gemeinschaften der anderen Propheten, auf dass ihr Gottes ehrfürchtig werden mögt. Gottes ehrfürchtig werden mögt. Und jetzt untersuchen wir den Ramadan darauf hin, wie verhilft er uns dazu, gottesfürchtig zu werden? Wie verhilft er uns dazu, gottesfürchtig zu werden? Zunächst einmal, liebe Geschwister, wir alle kennen das. Und das kennen auch andere Religionsgemeinschaften, die gemäß ihren Vorstellungen fasten. Die Dankbarkeit, sie steigt. Die Dankbarkeit steigt. Allein für einfache Dinge wie Wasser und Datteln und eine Banane und eine einfache Mahlzeit, allein dafür sagt man, Alhamdulillah. Wohingegen man im Rest des Jahres, seit des Restes des Jahres, vielleicht ein 3-4-Gänge-Menü isst, was von einem begabten Koch gekocht wurde und man hat etwas zu meckern daran. Vielleicht auch manchmal etwas dafür bezahlt, aber man findet immer etwas zu meckern. Das heißt, der Ramadan, er erzieht uns zur Dankbarkeit. Und genau das ist es auch, was Allah Ta'ala im Koran sagt, und zwar in Bezug auf den Ramadan. Allah Ta'ala sagt in der zweiten Sure, im 187. Vers: Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukminul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala, er möchte für euch das Leichte, er möchte für euch nicht die Erschwernis. Und er möchte, dass ihr die Anzahl der Tage vollendet, dass man das erreichen und schaffen kann. Das ist der Wille von Allah Ta'ala. Auf dass wir Allah Ta'ala rühmen. Allahu Akbar sagen.
Nicht, dass wir sagen, ich habe zu Ende gefastet an jedem Tag und uns selbst loben, sondern wir sagen, nein, Allah ist Akbar, Allah ist größer. Er hat mir das ermöglicht. Ohne ihn wäre ich dazu nicht in der Lage gewesen. Und Allah Ta'ala schließt diesen Vers ab, der den Ramadan behandelt. Diese Passage ist die Passage des Ramadans in der zweiten Sure. Ab dem 183. Vers folgende. Und auf dass sie dankbar sein mögen. Dankbarkeit ist etwas, was realisiert wird durch Enthaltsamkeit. Weil wir Menschen nun mal so sind, dass wir eine Gabe erst dann zu schätzen wissen, wenn wir sie entzogen bekommen. Oder wenn wir uns ihrer nicht mehr so sicher sein können. Weil oftmals nehmen wir die Dinge für selbstverständlich, aber im Ramadan werden wir zur Enthaltsamkeit gezwungen und wir wissen, so selbstverständlich ist das gar nicht. Das ist also die erste Lektion, wie wir Allah Ta'ala näher kommen, weil er uns zur Dankbarkeit erzieht. Und die Dankbarkeit ist ein großer Teil, liebe Geschwister, von der Gottesehrfurcht. Die Dankbarkeit ist nicht nur eine Charaktereigenschaft oder eine innere Haltung. Allah Ta'ala beschreibt im Koran die Dankbarkeit und er gibt ihr eine ganz andere Dimension. In der 16. Sure können wir verlesen: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Und Allah ist es, der euch aus den Schößen eurer Mütter hervorgebracht hat. Und ihr wusstet nichts. Wir waren unbeschriebene Blätter. Und er gab uns das Augenlicht. Und er gab uns das Gehör. Warum? Auf das wir dankbar sein mögen. Deswegen hat er uns aus den Schößen unserer Mütter hervorgebracht. Auf das wir die Dankbarkeit verinnerlichen mögen, praktizieren mögen, realisieren mögen in unserem Leben. Das heißt, das ist ein Lebenssinn. Liebe Geschwister, Dankbarkeit zu verinnerlichen. Und dadurch, dass wir enthaltsam sind, lernen wir auch Folgendes. Wir begeben uns in die Lage derjenigen, die vielleicht das ganze Jahr über wenig oder sogar nichts haben. Und das lehrt uns Empathie. Empathie bedeutet, dass man etwas nachempfinden kann, etwas nachfühlen kann. Und wenn man es selbst fühlt, dann möchte man auch einen Missstand ändern. Aber wenn man es nicht selber fühlt, dann ja, hat man keinen Bezug zu diesem Leiden. Dann möchte man es auch nicht ändern. Man muss es selbst erfahren. Und deswegen ist der Ramadan auch etwas, was herausfordert. Natürlich, das ist eine Aufgabe. Das ist eine Herausforderung. Die ist nicht leicht. Wenn es leicht wäre, wie könnten diese, all diese erzieherischen Lektionen verwirklicht werden? Denn der Mensch erwächst auch an Herausforderungen, liebe Geschwister. Das Fasten lehrt uns, die Enthaltsamkeit, sie lehrt uns Selbstdisziplin, schenkt uns eine Charakterstärke. Allah Ta'ala erteilt uns mit, du verzichtest auf Wasser, du verzichtest auf Brot. Als Verheirateter nimmst du Abstand von deinem Ehepartner. Und es ist an sich erlaubt, Wasser ist an sich erlaubt, Brot ist an sich erlaubt, dein Ehepartner ist dir an sich erlaubt. Aber nicht in dieser Zeitspanne im Monat Ramadan. Das heißt, darauf aufbauend, umso leichter muss es für dich fallen, auf Dinge wie Alkohol zu verzichten, auf Dinge wie Haschisch zu verzichten, auf Verbotenes zu verzichten und sei es auch für dich verlockend, auf die Unzucht zu verzichten, weil Allah Ta'ala dir eine Lektion in Sachen Selbstbeherrschung gibt, die du erfährst. Man wird stark, man sagt, Subhanallah, das habe ich geschafft, das habe ich erreicht, durch Allah, für Allah. Und so werden wir in unserem Leben portionsweise immer steigern und steigern in Sachen Selbstdisziplin und in Sachen Charakterstärke. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in diesem Zusammenhang sagte er, dass der Monat Ramadan der Monat der Geduld ist, der Standhaftigkeit. Ibn al-Qayyim sagte dazu, Geduld, Standhaftigkeit in beide Richtungen. Sowohl in die Richtung, dass man versucht, die Gebote einzuhalten, dass man Befehle umsetzt, als auch in die Richtung, dass man sich gegen den Gelüsten verwahrt, ja? Gegenüber den Verboten auch einen Abstand nimmt. Das heißt, das ist unser Monat des Trainings, wo unsere Selbstdisziplin, unsere Standhaftigkeit trainiert wird und von daher sehen wir denen immer erwartungsvoll entgegen.
Was wir auch durch die Erfahrung kennen, wenn wir fasten, dann sind wir nicht so entspannt. Wir sind in einem Zustand, in einem Ausnahmezustand. Der Körper versucht gerade, Reserven zu mobilisieren, auf dass man seinen normalen Tagesablauf weiter fortführen kann. Man ist auf Sparflamme, was vieles angeht. Das heißt, oftmals, wenn wir dann herausgefordert werden, etwas zu tun, etwas leisten zu müssen, in dem Moment reagieren wir nicht so entspannt. Ah, Alhamdulillah, kein Problem. Wir sind so ein bisschen, warum, wieso, weshalb? Ja? Das kennen wir. Und da merken wir Folgendes. So gute Menschen, wie wir vielleicht meinen, wie wir sind, sind wir gar nicht. Sobald man uns ein wenig wegnimmt, schon sehen wir in uns ganz andere Charakterzüge. Manchmal schauen wir auf Menschen herab, die sich vielleicht nicht richtig anstellen können. Ja, vielleicht auch in anderen Kulturkreisen, in anderen Ländern. Oder wir sagen, ja, guck mal, in dem und dem Land, da wird man ja ständig übers Ohr gehauen. Ständig kommen da irgendwelche Leute und ziehen die Touristen hauen die Touristen übers Ohr und betrügen. Subhanallah, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn du in diesen Lagen leben würdest, würdest du vielleicht sogar mehr als Betrug machen? Würdest du vielleicht sogar auch auf offener Straße am helllichten Tag ausrauben? Und das ist das, was Allah Ta'ala uns zu erfahren möglich macht. Dass wenn wir ein wenig Entbehrung verspüren, auch an unsere Charaktergrenzen stoßen, dass wir auch unsere Schlechtigkeiten in uns selbst, unsere Geduld, unsere Mildtätigkeit, unsere Bereitschaft im Allgemeinen, dann merken wir, okay, unsere Grenzen, sie sind eigentlich anders, denn wir sind einfach nur das ganze Jahr über verwöhnt. Und wenn man verwöhnt ist, dann ist es auch leicht, einige Dinge zu erreichen. Das heißt, unsere Demut sollte im Ramadan auch steigen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und das sind uns bekannte Worte, dass Allah Ta'ala denjenigen, der nicht auf das Schlechte im Wort und in der Tat verzichtet, dass er diesem gegenüber auch nicht verlangt, dass er auf Essen und Trinken verzichten möge. Nicht, dass es jetzt außer Kraft gesetzt wird, sondern dass eine erzieherische Lektion, wenn du schon dich vom Essen und Trinken fernhältst, dann aber auch erst recht vom Schlechten im Wort und vom Schlechten in der Tat. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, warnend, es gibt einige Menschen, die haben vom Ramadan, vom Fasten, nichts als Hunger. Und vom Beten nichts als Schlaflosigkeit. Also in der Nacht, die Nachtgebete, nichts als Schlaflosigkeit. Das heißt, wo man es nach außen hin perfekt erfüllte, weil man nicht mit dem Herzen wahrhaftig dabei war und diese gottesdienstlichen Handlungen dazu verwenden möchte, ein besserer Mensch zu werden. Auch charakterlich, gerade charakterlich. Deswegen hat man nur Hunger und Schlaflosigkeit, wenn man nicht die tiefe spirituelle Dimension und charakterliche Dimension vom Fasten und auch vom Beten in der Nacht erfahren möchte oder umsetzen möchte. Das heißt auch auf unser Gebet, auf unser Verhalten ist abgezielt. Weiter eine Lektion, der Ramadan lehrt uns überhaupt, Termine einhalten zu können. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass es den Menschen so lange gut gehen wird, wie sie ihre Mahlzeit vor dem Fasten so spät wie möglich einnehmen. Das heißt, da muss man lernen, okay, ich stehe auf, wasche mich, werde erstmal wach, Kühlschrank, irgendwas kochen, etc. Dann habe ich noch so viel Zeit. Das heißt, man lernt, sich an einen Termin zu halten. Weil man möchte natürlich so wenig wie möglich fasten. Sowohl von der Natur her, als auch umsetzend die Worte des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und genauso auch, je früher man sein Fasten bricht im Rahmen des Möglichen, umso lobenswerter ist dies, gemäß den Worten des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und das tun wir auch in der Regel, weil wir sehr, sehr hungrig und sehr, sehr durstig sind. Nicht nur, weil wir dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dort gehorchen wollen, sondern weil auch unsere Körper uns dazu drängen. Das heißt, wir lernen, Termine einzuhalten. Sorry. Ich muss ein paar. Also ich bin dafür, dass die Leute durch eine Lektion lernen. MKK 2T410 muss weg, umpacken. Es ist der letzte Zettel, den ich vorlese. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Termine in Bezug auf die Gebete. Denn wenn man Umfragen macht, wird man immer Folgendes feststellen. Das schwierigste Gebet ist das Morgengebet in unserer heutigen Gesellschaft. In anderen Gesellschaften mag es anders sein, wo sich der Tagesablauf nach dem Sonnenlicht richtet. Bei uns ist es das Morgengebet in der Regel. Und das Gebet, was am zweitschwierigsten zu verrichten ist, ist das Maghrib-Gebet, das Abendgebet. Warum? Weil die Zeitspanne dafür relativ kurz ist. 1 Stunde 30 Minuten bis 1 Stunde und 50 Minuten, Pi mal Daumen.
Und das ist schwierig. Die anderen Gebete kann man in einem größeren Zeitfenster unterbringen. Aber gerade diese beiden Gebete, liebe Geschwister, untersuchen wir den Ramadan, untersuchen wir unsere Lebensführung im Ramadan, und wir werden feststellen, das sind die einfachsten Gebete. Die allereinfachsten. Weil ich ja bereits morgens aufgestanden bin, um noch essen zu können, also nicht morgens, also spät nachts sozusagen, kurz bevor der Morgen beginnt, damit ich essen kann. Und dann auf einmal sehe ich, okay, ich esse, dann auf die Sekunde genau, höre ich auf zu essen und dann fängt Fajr an und ich bin wach. Alhamdulillah. Das sind die besten Morgengebete, die man betet. Da ist man genährt, man ist wach und man hat die Absicht, den Tag zu fasten. Das heißt, die Seele ist sehr stark gestärkt und dann betet man sein Morgengebet ganz easy. Und dann geht man meistens nochmal schlafen, zumindest im Sommer. Und das Maghrib-Gebet, ja, wenn man schon mal den Adhan hört, wenn man schon mal sich die Zeit gemacht hat zu sagen, da werde ich essen und trinken und natürlich gemütlich bei der Familie oder in der Moschee, dann hat man viel Möglichkeit zu beten. Da ist man nicht irgendwie mit den Gedanken ganz woanders, man geht raus, dies, das, nein. Man richtet sein Gebet, den Bauch, man richtet seinen Tagesablauf, den Bauch nach, auf das Maghrib-Gebet aus. Das ist der große Vorteil. Das heißt, all diejenigen, ja, aber bitte nicht aufschieben, weil wir wissen nicht, ob wir den Ramadan erleben werden. Jetzt sollen wir die Absicht fassen, bereits jetzt fassen, nicht fasten. Jetzt sollen wir unsere Absicht fassen, unsere 5 Gebete zu beten. Aber der Ramadan wird uns unbezweifelbar dabei helfen, die Gebete in der richtigen Zeit auch unterzubringen. Und auch die Neugestaltung des Tages. Wir werden feststellen, wir haben andere bevorzugte Arbeitszeiten, also einen anderen Schlafrhythmus, wir haben einen anderen Essensrhythmus, damit geht auch einher einen anderen Energielevel-Rhythmus. Mal ist man zu diesen Zeiten, zu bestimmten Zeiten ist man mehr müde und zu anderen Zeiten ist man wiederum auch sehr wach. Und das bedeutet einen Tapetenwechsel für den Muslim, für den Menschen. Stellt euch mal vor, es gibt Menschen, die kennen keinen Urlaub, die kennen keinen Tapetenwechsel, die kennen keine Abwechslung. Und der Mensch ist ein Wesen, wenn er nur routiniert lebt, er holt nicht das meiste aus sich heraus. Er bedarf der Umstellung, er bedarf der Wandlung. Er verlangt nach Wandlung, nach Veränderung. Und Ramadan ist es, was unser Leben umkrempelt und uns die Möglichkeit gibt, mit Abstand auf unser sonstiges Leben, das Jahr hinweg, zu blicken und mit Abstand, mit einer Vogelperspektive drauf zu schauen und zu sehen, daran möchte ich arbeiten und das möchte ich ändern. Weiterhin segnet uns der Ramadan dadurch, dass wir zusammenkommen. Denn der Mensch ist ein Geschöpf, was ungern alleine ist. Das ist ein Naturgesetz. In jedem Volk findet man dies vor, dass Essen etwas ist, was man gemeinsam erfährt. Und es ist auch etwas sehr Symbolisches. In vielen Kulturen, sobald man miteinander Brot geteilt hat, ja, bedeutet das, jetzt sind wir Freunde, wir stehen füreinander ein. Vorher ist man immer noch auf eine gewisse Distanz und man hat keine Garantien gegeben, ja, oder keine Garantien empfangen. Aber durch das gemeinsame Essen kommen die Menschen sich spirituell, seelisch sehr stark näher. Und das sehen wir in den Moscheen, im Ramadan, das sehen wir aber auch in den Familien, die sich darum bemühen, ja, dass man ein wundervolles Zusammenkommen hat. Und durch die Gemeinschaft, durch die sich näher kommende Gemeinschaft, kommen wir auch Allah Ta'ala entgegen, denn wir wissen, dass die Religion des Islams eine Religion der Gemeinschaft ist und nicht eine Religion der einzelnen Individuen. Weiterhin, liebe Geschwister, und das möchte ich betonen, gerade weil wir in diesem Punkt ein wenig an der Zielsetzung vorbei, nicht ein wenig, sondern wir gehen da komplett vorbei daran. Der Ramadan, wenn er so stark in den Biorhythmus des Menschen eingreift, können wir uns vorstellen, dass nachdem wir wissen, Allah Ta'ala ist weise und allwissend und barmherzig, dass er irgendwelche gesundheitlichen negativen Folgen haben könnte? Können wir uns das vorstellen? Ist das vereinbar einfach mit einer Grundabrede Allah Ta'ala gegenüber, ohne jetzt stark in Theologie einzusteigen? Das ist nicht vereinbar. Das ist Allah, barmherzig, weise, wissend, unbedürftig. Wie kann es sein, dass der Ramadan unserer Gesundheit schaden könnte oder sollte? 2 Gründe. Oftmals ist es so, liebe Geschwister, dass wir diesen gesundheitlichen Aspekt des Ramadans nach dem Ramadan nicht spüren, sondern vielleicht sogar das Gegenteil. Dass wir, obwohl wir ja, im gesundheitlichen Sinne Übergewicht haben, nicht im Sinne von, wie man äußerlich aussieht, weil das sind oft 2 verschiedene Dinge, ja, sondern im gesundheitlichen Sinne Übergewicht zu haben, nicht im äußeren, vom äußeren Sinne her. Wie kann es sein, dass wir im Ramadan zunehmen?
Und Saum heißt Enthaltung. Das heißt, du sollst dich enthalten, aber du isst mehr als die anderen Monate im Jahr. Durchschnittlich gesehen. Wie kann das sein? Das heißt, da sollen wir auch lernen, enthaltsam zu leben. Und wir sollen lernen, auch gesund zu leben, gerade im Ramadan. Das ist sehr wichtig, damit wir den an sich schon sehr stark belasteten Körper nicht noch weiter belasten. Und das ist auch ein Teil unserer Religion. Verlinkt folgenden Vers. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Und esst von dem, womit Allah Ta'ala euch versorgt hat. Vom Erlaubten und vom Guten. Das muss eine qualitative Nahrung sein. Das muss nährend sein. Nicht dem Körper schadend sein. Und wir wissen auch, es geht darum, was wir essen. Wie gesagt, halal und qualitativ, gesund. Aber auch natürlich, wie wir essen. Das heißt, am besten, man isst die Hälfte und kaut diese Hälfte doppelt so viel. Weil gut gekaut ist halb verdaut. Dass wir nicht zu spät essen, dass wir so natürlich wie möglich und so wenig künstlich wie möglich essen. All das sollte auch etwas sein, was wir uns im Ramadan vornehmen, liebe Geschwister, auf dass wir diese Weisheit von Allah Ta'ala und diese Zielsetzung Allah Ta'alas in Bezug auf den Ramadan verwirklichen können, nämlich auch die gesundheitlichen Aspekte. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, dieser Ramadan, er unterscheidet sich von den Fastenmonaten der Vergangenheit. Und umso weiter wir in den Winter zurückgehen, umso größer ist auch dieser Unterschied. Die ersten Tage werden wir anfangen und wir werden 18,5 Stunden fasten. 18,5 Stunden fasten. Und wir wissen, dass das Fasten eine Pflicht ist für jeden, der die Pubertät erreicht hat. Für jeden, der die Pubertät erreicht hat. Das heißt auch, dass junge Mädchen von 10, 11, 12 Jahren, auch den jungen Jungen von 11, 12, 13 Jahren, für diesen ist das eine Pflicht. Und wir wollen nicht an der Realität vorbeireden und alles idealistisch abhandeln. Wir haben unter uns Geschwister, die arbeiten in sehr schwierigen Berufen in Bezug auf das Fasten. Sie tragen Verantwortung für andere. Wir haben in dieser Gemeinde haben wir Chirurgen im Übrigen. Chirurgen, die vielleicht unsere Kinder oder egal wen operieren werden müssen im Ramadan. Und der Job an sich ist ein sehr beschwerlicher Job. Zusätzlich noch der lange Fastentag und zusätzlich vielleicht noch eine Hitzewelle an dem jeweiligen Tag. Wir haben in dieser Gemeinde Menschen, die arbeiten auf den Dächern als Dachdecker, als Zimmermann, ohne dass sie abgesichert sind. Und wir haben Fahrer, wir haben aber auch, also Leute, die andere Verantwortung tragen. Wir haben Erzieherinnen. Wir haben Mütter, ja, die natürlich mehrere Aufgaben auf einmal in ihrer Aufgabe, also in ihrem Mutterdasein vereinen. Ja, wir kennen das, sie ist Managerin und sie ist Logistikerin und sie ist Erzieherin und Lehrerin und. Und für einige Mütter fängt der Tag um 5 Uhr morgens an mit einem Kind, was unterhalten werden möchte, was beschäftigt werden muss, was beaufsichtigt werden muss. Das heißt, wir wollen nicht dran vorbeireden, dass diese Tage eine Anzahl von Geschwistern, die verschiedentlich belastet sind, mag es auch ein Student sein, der sich auf sein Examen vorbereitet, was sehr bedeutsam für sein weiteres Leben sein wird. Mag es auch ein Student sein, dessen Aufenthaltsgenehmigung und vieles weiteres daran geknüpft ist, dass seine Prüfung erfolgreich besteht. Die Fälle sind vielfältig und zahlreich, aber es kommt auf eines hinaus. Man ist durch diese Situation überfordert. Man ist durch diese Situation überfordert. Aber man ist doch nicht krank. Man ist doch nicht krank. Man ist doch nicht auf Reisen. Man hat auch nicht die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen oder die Arbeitszeit zu verringern oder dies oder jenes zu machen. Man ist in dieser Situation.
Und wir Muslime, wir sind realistisch. Und wir begegnen der Realität. Ohne Angst. Und natürlich, im Rahmen dieser Begegnung, haben Gelehrte verschiedene Lösungsmodelle vorgeschlagen. Es gab Gelehrte, die gesagt haben, dann ist es eben so. Dann arbeite und lebe dich krank. Und wenn du dann krank bist, dann kannst du dein Fasten brechen. Und haben wirklich sehr, sehr schwierige Berufe so abgehandelt, dass es kein Grund, warum man sein Fasten brechen dürfte. Das werdet ihr vorfinden. Ihr werdet aber auch genauso andere Fatawa vorfinden, eine davon werden wir im weiteren Verlauf behandeln, die erleichtern, ja, aber grenzenlos und beleglos oder mit schwachen Belegen erleichtern. Und am Ende kann man damit auch nicht zufrieden sein. Was wir brauchen, ist also eine islamrechtlich korrekte, fundierte Herleitung, die auch die Realität mit einbezieht. Das ist es, was sehr viele Geschwister brauchen. Vielleicht kann der eine oder andere das nicht nachvollziehen. Der ist 18, vielleicht Student und vielleicht er studiert etwas, wo er sehr flexibel ist, oder vielleicht ist er arbeitslos oder vielleicht hat er Ferien, ja? Und besonders stark. Über den reden wir nicht. Wir reden über, wie gesagt, andere Menschen, die in einer Situation sich gefangen sehen, die mit einer Überforderung einhergeht in Bezug auf die Verpflichtung zum Fasten. Dazu möchte ich Folgendes festhalten. Das sind Worte von Gelehrten, die mindestens 200 Jahre alt sind. Einer der malikitischen Rechtsgelehrten, Al-Nasrani, der vor 300 Jahren verstarb, circa, er sagte, der Erntearbeiter, der das Geld benötigt, dass er sein Fasten brechen kann, wenn er während der Arbeit überfordert wird. Wenn es einfach eine zu große Mühsal für ihn ist. Und er braucht das Geld. Er soll jedoch fastend den Tag beginnen. Und erst wenn ihn dann diese Überforderung erreicht, dann darf er das Fasten brechen. Ebenso Ad-Dasuqi, ist auch ein malikitischer Rechtsgelehrter, der sagte, die harte Anstrengung erlaubt das Fastenbrechen für den Kranken. Es wurde ebenso gesagt, dass dies auch für den Gesunden gilt. Von den schafiitischen Rechtsgelehrten, das Übermannen des Hungers und des Durstes ist wie eine Krankheit zu werden. Und wir wissen, aufgrund Krankheit dürfen wir das Fasten aussetzen und müssen es nachholen zu dem Zeitpunkt, wenn wir es vermögen, beziehungsweise bis zum nächsten Ramadan idealerweise. Und das sagte Imam Al-Ghazali, einer der größten schafiitischen Rechtsgelehrten überhaupt, und zwar vor über 900 Jahren, dass dieses Übermannen vom Hunger und vom Durst so behandelt wird wie eine Krankheit an sich. Und Ibn Qudama, der vielleicht größte hanbalitische Rechtsgelehrte nach Imam Ahmad selbst, er sagte vor knapp 800 Jahren, der Gesunde, welcher die Krankheit aufgrund des Fastens fürchtet, bricht sein Fasten wie der Kranke. Das sind Worte von Gelehrten, von Großgelehrten, liebe Geschwister, die vor Hunderten von Jahren gesprochen worden sind. Von daher besteht kein Grund zu einem schlechten Gewissen, was oftmals auch zu Heuchelei führt. Ja, jemand, der heimlich dann irgendwie sein Fasten bricht und dann denkt, ja, so jemand wie ich, der sollte doch nicht in der Moschee sein. Das heißt, er isoliert sich, er heuchelt vor den Menschen, er hat ein schlechtes Gewissen in Bezug auf seinen Lebensstil, er hat ein schlechtes Gewissen bezüglich des Geldes, was er sich verdient. Das sind alles, von mehreren Blickwinkeln ist das komplett unnötig und sogar verboten, liebe Geschwister. Denn wir einander sind nicht Richter, wann wer wie sein Fasten brechen darf und wer nicht, sondern das ist eine Sache, jemand bespricht das mit einem Rechtsgelehrten, der beschreibt seine Lage und möglicherweise kann er von dieser Erleichterungsregel Gebrauch nehmen und möglicherweise sagen wir nein, wieso? Wie, du bist Vereinsspieler, einfach nur so, spielst du Fußball so zum Spaß, zum Zeitvertreib und möchtest halt, damit du, weiß nicht, in die erste Mannschaft aufgenommen wirst, dein Fasten brechen. Nein, von solchen Situationen redet niemand, liebe Geschwister. Und wer darüber redet, wer sagt, dass wir über solche Situationen sprechen, der ist der Sache nicht treu. Der ist dieser Sache nicht treu. Und wir haben bereits in vielen Fragen abgehandelt, dass der Islam Erleichterung für die Menschen erwirken möchte. Und wir haben noch vielleicht in unseren Köpfen gewisse Vorstellungen in Bezug auf Allah Ta'ala verinnerlicht, die vielleicht in einem anderen Zusammenhang richtig sein mögen. Aber in solchen Fragen der Fatawa irreführend sind. Verlegt folgende Worte, Al-Izz ibn Abd al-Salam, der vor knapp 800 Jahren wirkte und einer der großen Rechtsgelehrten seiner Zeit war. Er sagte, wir haben festgestellt, dass die Grundlagen und Quellen des islamischen Rechtes das Nützliche für die Diener in dieser Welt wie auch in der jenseitigen zum Ziel haben.
Und der Nutzen ist nicht gleichzusetzen mit Mühsal. Ja, also Überforderung ist nicht gleich ein Nutzen, worauf der Islam abzielt. Vielmehr ist die Anstrengung wie die Bitterkeit eines Medikamentes. Das heißt, alles, wo Allah Ta'ala uns herausfordert, im Sinne von, damit geht eine Anstrengung einher. Das ist wie die Bitterkeit eines Medikamentes. Allah Ta'ala möchte, er zielt nicht auf die Bitterkeit des Medikamentes an sich, sondern auf die Wirkung des Medikamentes. Das ist es, worum es geht, also um den Nutzen für die Diener. Und das sagte Al-Aziz ibn Abdus Salam. Ibn Taymiyyah sagte vor knapp 700 Jahren, es ist nötig zu wissen, dass Allahs Zufriedenheit nicht in der Qual der Seele besteht, sowie dieser Seele Mühsal aufzuerlegen, sodass man sagen könnte, dass je schwieriger eine Tat ist, desto besser diese ist. So ist das nicht. Dies ist die Auffassung der, er verwendet ein hartes Wort, der Juhal. Leute, die wirklich unwissend sind, die keine Ahnung haben, aber meinen, dass sie Ahnung haben. Ja? So etwas sagen wir Leute, die ja, Juhal sind. Dass der Lohn in allen Dingen mit der Höhe der Mühe steigt. Vielmehr ist der Lohn abhängig vom Grad des Nutzens und der Vorteilhaftigkeit der Tat. Und diese Worte, wir sprechen sie im Zusammenhang dessen, dass, wie gesagt, verschiedene Fatawa dieses Phänomen behandeln. Manche sagen, du fastest, bis du krank wirst. Und dann war das deine Lösung gewesen. Aber wie gesagt, wir finden in unserer Rechtstradition, 2, 3, 4, 5, 800 Jahre alt. Worte, die sagen, ja, das ist nicht die Überforderung in Sachen Hunger und Durst, auch in Bezug auf eine berufliche Verantwortung, ja, bietet die Möglichkeit für denjenigen, der sich das nicht ausgesucht hat, dass er diese Überforderungssituation so behandelt, als sei es Krankheit, sprich, dass es ein Fasten bricht und dann nachholt, wann er dazu in der Lage auch ist. Die andere Fatwa, die wir abhandeln wollen, kam auch von Gelehrten mit Rang und Namen. Und wir wissen aber auch, dass im Rahmen der Herleitung auch Fehler möglich sind und nicht jede Meinung eine starke Herleitung haben muss, sondern es auch Meinungen gibt, wo die Herleitung schwach ist. Die Meinung, die besagte, dass wir ungefähr zum Nachmittagsgebet unser Fasten brechen können. Aufbauend darauf, dass man 14, 15 Stunden fastet oder 16 Stunden fastet, beziehungsweise dass man sich an die Fastenzeiten Mekkas und Medinas richtet. Das ist eine Fatwa, die von einigen Gelehrten herausgebracht wurde und die kursierte und die anscheinend also eine Herleitung hat. Das Problem ist, erstens, für diese Aussage an sich gibt es keinen Beleg. Und man verwickelt sich in sehr viele Widersprüche. Beispielsweise, wenn man nun sagt, dass man zum Nachmittagsgebet oder sogar teilweise vor dem Nachmittagsgebet das Fasten brechen kann, sagt man damit auch gleichzeitig, dass man das Maghrib-Gebet beten kann, das Abendgebet? Haben die Gelehrten nicht gesagt. Aber mit dem Maghrib-Gebet ist auch die Möglichkeit zum Fastenbrechen verbunden worden. Und wie handhaben wir das in den Zeiten und Ländern, wo man vielleicht nur 3-4 Stunden fasten kann? Und ansonsten herrscht Dämmerung, sprich, man würde essen. Also es gibt Zeiten und Länder, da ist es eine Frage von wenigen Stunden, wo es überhaupt einen Tag gibt. Sagen dann diese Gelehrten, ja gut, das ist doch kein Fasten. Ja, das ist doch normal, dass man 3-4 Stunden nach dem Frühstück nichts mehr isst. Deswegen müssen wir die Fastenzeit künstlich in die Länge ziehen, sagen die Gelehrten in dem Moment auch nicht. Das heißt, es ist ein weiterer Widerspruch, innerhalb dessen man sich verwickelt hat. Und darüber hinaus, liebe Geschwister, hat Allah Ta'ala das Fasten an gewisse Gegebenheiten gebunden. Allah Ta'ala sagt im Koran, auch in der Passage über den Ramadan, in der zweiten Sure, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Und dann, also nachdem man angefangen hat zu fasten, mit dem, vor dem Beginn des Morgenlichts, so vollendet euer Fasten bis zum Eintritt der Nacht, also mit dem Beginn des Abends. Das ist eine eindeutige, authentische Aussage. Wie können wir anders damit umgehen, als sie zu befolgen? Und die Fatwa, die wir vorhin erwähnt haben, die besagt, dass derjenige, der in der Situation ist, die ihn überfordert, er die Möglichkeit hat, sein Fasten zu brechen, auch wenn er nicht krank ist. Das ist die ausgewogene Fatwa, die nicht überfordert und die auch nicht unterfordert, die mit den klaren Belegen des Korans und der Sunna harmoniert und gleichzeitig für eine Erleichterung sorgt, die eine Basis hat. Nicht, dass man sagt, die andere wäre irgendwie eine erschwerende Fatwa. Nein, im Gegenteil. Und zu dieser Fatwa kam übrigens
40 Gelehrte des Europäischen Rates für Fatwa und Forschung, die in sehr vielen Fragen mehr als eine Möglichkeit bieten zu einer Rechtsfrage. Beispielsweise wie das Tarawih-Gebet beten, haben sie drei Optionen vorgeschlagen. Ja, nicht nur eine Option vorgeschlagen. Wie man damit umgeht, dass die Gebete im Sommer in extremen Zeiten liegen, haben sie zwei Vorschläge gegeben und gesagt, setzt es so um, wie ihr das für richtig haltet. Das heißt, das ist kein Rat, der irgendwie in irgendeiner Form nur eine Meinung sehen möchte und andere mögliche Meinungen unter den Tisch kehrt oder unter den Teppich kehrt. Nein. Vielmehr ist die Grundlage von der Aussage, dass man zum Nachmittagsgebet Pi mal Daumen sein Fasten brechen kann, vielmehr ist diese Aussage ohne Grundlage und keiner der Gelehrten des Europäischen Rates für Fatwa und Forschung hat diese Meinung mitstützen können und wollen. Und damit einhergeht, liebe Geschwister, auch folgende Botschaft. Wir haben gerade festgestellt, wofür ist der Ramadan da? Welche Weisheiten sind mit ihm verbunden? Welche Zielsetzungen erreicht man, wenn man den Ramadan so lebt, wie er zu leben ist? Und eine Sache können wir und müssen wir hinzufügen. Wir als Muslime in diesem Land, wir sind Botschafter des Islams. Und unsere Kinder sind in den Schulen. Und wir sind in dieser, wir leben in dieser Gesellschaft. Wir sind in den Krankenhäusern, wir sind in den einzelnen Berufen, wir sind überall vertreten. Es gibt keinen gesellschaftlichen Kreis, wo wir nicht in irgendeiner Form vertreten werden. Können wir den Menschen überbringen, dass der Islam eine realistische Religion ist? Nicht nur mit dem Leben vereinbar, sondern positiv das Leben regelnd und darüber hinaus auch erleichternd das Leben regelnd und dass Allah Ta'ala barmherzig ist, dass Allah Ta'ala weise und wissend ist und dann gleichzeitig sagen, es ist nicht möglich, ohne Sünde sein Fasten zu brechen, wenn man in dieser überforderten Situation ist und vielleicht auch noch mit Verantwortung eine gewisse medizinische Aufgabe mit übernimmt. Das können Menschen nicht schlucken, liebe Geschwister. Da sagt man, nee, das ist doch widersprüchlich von A bis Z. Von daher sehen wir auch in dieser Fatwa eine Möglichkeit, die Botschaft des Islams angemessen und richtig darzustellen. Dass wir wissen, der Islam überfordert nicht den Menschen und seine Diener und seine Anhänger. Das ist eine sehr wichtige Botschaft, gerade in der heutigen Zeit, ja, wo man uns Muslimen sowieso oft das mal nachsagt, ja, ist ja Quälerei und ist ja gesundheitsschädlich und ja wie, Essen geht ja noch, aber kein Trinken, das ist doch, und ja, wir kennen die ganze Leier. Und gerade in diesem Zusammenhang, nicht wegen diesem Zusammenhang, aber zusätzlich dazu sagen wir Alhamdulillah, dass der Islam auch diesen Menschen keine Angriffsfläche bietet. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wir nehmen uns alle vor, inshallah, den Ramadan zu fasten und das Beste daraus zu machen. Und selbst wenn wir nicht uns enthalten können vom Essen und vom Trinken, so werden wir trotzdem die Moscheen aufsuchen und die Gebete mitbeten und versuchen, ein besserer Mensch zu werden, mit seiner Zunge zu fasten, mit seinen Augen zu fasten, mit seinen Gliedmaßen zu fasten, mit seinen Gedanken zu fasten, mit seinen Herzen zu fasten. Ramadan gilt grundsätzlich für jeden. Auch wenn er sein Fasten brechen darf oder brechen muss sogar. Ramadan ist etwas, was eine spirituelle Tat vor allem ist. Und jeder von uns Muslimen wird sich diese Chance nicht entgehen lassen. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. Wir bitten von dir, dass wir noch den Ramadan vollständig erleben und dass du uns vorher schon vergibst und dass du uns vorher schon zur Rechtschaffenheit verhilfst, O Allah. Und dass du allen Menschen, die in Not und in Bedrängnis sind, eine Erleichterung zukommen lässt, O Allah. Und dass du unser Wirken als ein Teil deiner Erleichterung als Teil deiner Erleichterung sein lässt, O Allah. Und steh bitte allen Menschen bei, die durch Krieg und Katastrophen geprüft sind und helfe uns, dass wir mit unseren Möglichkeiten all diesen Menschen beistehen. Vergib uns alle unsere Sünden und helf uns dabei, einen Charakter aufzubauen, der dich zufriedenstellt, O Allah. Und bitte schenke uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat. Und bitte schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir Zuflucht gesucht hat. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Liebe Geschwister, wie jede Woche sammeln wir für die laufenden Kosten dieser Gemeinde
Deshalb spendet von dem, was Allah Ta'ala euch leicht zum Spenden gemacht hat und schickt Gutes für euer Jenseits voraus. Allah Ta'ala verspricht euch im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O ihr Gläubigen, helft Allahs Sache und er wird euch helfen und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Und er wird euren Füßen festen Halt verleihen. Wir haben für morgen ab 17 Uhr einen großen Gelehrten, einen gewichtigen Gelehrten eingeladen, der damals zu den Jahrgangsbesten der Al-Azhar zählte im Studiengang der Scharia. Er wird morgen ab 5 Uhr da sein, bis knapp 9 Uhr. Und die Möglichkeit bietet sich auch, dass man in Details geht bezüglich der erwähnten Fatwa und in Bezug auf andere, ja etwas kompliziertere Fälle in Bezug auf den Ramadan. Deshalb nehmt teil, ernährt euch, ernährt euren Geist mit dem Wissen, inshallah. Und solche Gelegenheiten kommen nicht sehr oft. Von daher morgen ab 17 Uhr eine Veranstaltung, eine Wissensveranstaltung mit Sheikh Abu Ubaidah, der wie gesagt in der Al-Azhar einer der Jahrgangstesten gewesen ist und auch einige Veröffentlichungen vorweisen kann. Wenn wir nun zum Gebet aufstehen, wisst ihr, dass das Gebet ein vertrauliches Gespräch mit Allah Ta'ala ist. Wir schalten unsere Handys aus und wir widmen uns dem Gebet in Demut und in Aufrichtigkeit und richten unsere Mitgebete vor allem in der Niederwerfung an Allah Ta'ala.